Hallo zusammen, hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu der Tabletop-Version von Warhammer Age of Sigmar mit mir und dem lieben Don Goku. Genau, hallo liebe Mafiosi, von mir auch ein herzliches Hallo, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind hier mitten im Gefecht, beziehungsweise auch nicht. Wir haben das ist der zweite Teil der dritten Kampagne, beziehungsweise der dritten Mission der Kampagne, die Platypus selbst geschrieben hat. Genau, und da haben wir beim letzten Mal hier schon einiges aufgeräumt, wie man hier an der Seite sieht. Und genau, das erste Gefecht hat sich so dem, oder bahnt sich dem Ende. Wir haben hier noch eine kleine Einheit von Rattenkriegern, die sich meiner großen Armee in den, Die im machen Kampf dich platt, stellen. das 300. Nur, dass es Ja. nicht 300, sondern 3 sind. Wer weiß. Kann natürlich passieren, da der gute Platypus einen großen Vorteil hat. Und zwar hat er drei große Spawnpunkte, durch die er jede Runde neue Einheiten generiert. Diesen Bonus habe ich natürlich nicht, weswegen mein Verlust ein bisschen mehr schmerzt als seiner im Gesamten. Ja, und wie sich das jetzt entwickelt, werden wir uns anschauen. Und da wir beim letzten Mal geendet haben damit, dass jeder von uns seinen Zug quasi durchgespielt hat, beginnt jetzt Runde 2 und wir müssen jetzt erneut würfeln, wer von uns Exakt. beginnt. Und beim Unentschieden beginnst du, weil meine Ratten ja den Charge hatten im allerersten Gefecht, in der ersten Runde. Nee, du. Achso, stimmt. Ja, dann, ja. Okay, du hast recht. Ich war jetzt gerade beim Abwechseln, aber es stimmt, ich hätte dann ja angefangen. Aber ich fange so oder so an. Und da es eine neue Runde ist, spawnen erstmal. Das haben wir aber letzte Runde schon gemacht. Also Genau, Ende. der Spawn ist Ja, schon. der Spawn ist quasi schon durch. Dementsprechend ist meine Runde recht unspektakulär. Der quietscht, der Gute, der stürmt mutig voran von den Gegnern weg. Das sind 3 und er hat, glaube ich, 6, ne? Der hat 6 Movement Speed, das heißt, er darf 9 laufen. Ui. Verständnisfrage. Ja. Habe ich gewonnen, sobald die Spawnpunkte kaputt sind, oder muss ich dann auch noch deine Einheiten töten? Wenn die Spawnpunkte alle kaputt sind, dann in klassischer Skaven-Manier ziehen sie ihren Mut, ziehen sie sich zurück, so. Und ihr Mut zerfällt, weil sie merken, sie haben keine Chance mehr. Und dann würde ich sagen, der Rest flieht und dann hast du die Mission geschafft. Das heißt, wenn am Ende nur noch eine deiner Units steht und ich habe zwar ganz viel gespawnt, aber du kriegst den letzten Hit noch auf das Ding raus, dann hast du trotzdem geschafft. Alles klar. Exakt, so, das war mein Movement Phase. Und dann, Ach, mit denen hier movest du gar nicht, mit denen. Noch nicht, nee. Okay. Die sind sich gerade noch ein bisschen am Sammeln. Und dann würde ich hier gerne angreifen. Mach das. Mit 3 wenn Hits. Du unbedingt willst. Meine unnormal starken Clan Rats, die auf einer 5 plus treffen. Achtung! 3 Hits. Na gut, einer. Einer, der auf eine 4 trifft. Ah, hu! Sehr schön. Ich kann hier noch zuschlagen. Nein, weil die nicht innerhalb von 3 Zoll sind, dürfen die keinen Pile-In-Move machen. So, schade. Das heißt, nur die können zuschlagen. Okay. Das ist schade, Schokolade, aber es ist kein Problem, weil ich glaube, dass ich dich auch so jetzt eigentlich hier haben muss. Das ist so der richtige Krüppelfight hier. Deine Nahkämpfer treffen auf was? Deine Fernkämpfer treffen im Nahkampf auf 5 und 5 und meine auf 5 und 4. Das ist so richtig Krückstock Kung-Fu. Wie viele habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5. Wie viele Reichweite haben die? 1, ne? Ja, dann kommen die hier drin nicht dran. Okay, 5 gegen 3. Lass doch mal der Fight Club. Jawoll. Einer. Ups. Ey. Achso, ich muss zurück. Einer auf 5 plus. Schade. Jawohl. Schade. Das sind die Unbesiegbaren. Ja, okay. Das war die Combat Phase. Und damit auch mein Zug. Und das ging ja schnell. Ging auf jeden Fall. Was geht jetzt? Ach, du schreibst das rein, weil bei mir die ganze Zeit. Bei mir passieren, kommt hier oben direkt so eine rote Meldung. Ich mach das einmal Platypus, so. Okay. Und dann. Gut, dann beginne ich. Ich werde mit meinen. Hier mit den ganzen. Nee, ich muss die einzeln nehmen. Ich werde erstmal rennen. Moment, ich muss die einzeln nehmen, weil ich für jeden den Rennwert einzeln. Ja, mit wem willst du denn zuerst ran? Genau, das gucke ich eben.
Ich renne zuerst mit den Longbears. Zwei. Also darf ich sechs Felder laufen. Die Longbears gehen bis zu diesem. Longbeard. Ah nein, jetzt heißt es Longbeard. So, jetzt habe ich es umbenannt. Jetzt heißt Ja, Longbeards, mein Gott, ist doch egal. Ach, ich hätte es noch mit T am Ende schreiben müssen. Wie Ernie und Longbeard. So, zwei habe ich gewürfelt. Das heißt, die dürfen sechs laufen. Die laufen die mal nach dort. Einer fehlt noch. Ah, die Das ist der. Hämmerer. Ach, das ist der. Die Hämmerer habe ich gut dezimiert, ne? Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Da habe ich vier von erwischt. Ja, das stimmt. Die hast du gut dezimiert. So, jetzt laufe ich mit dem Hämmer an. Oh, schade, ich habe die sechs schon gesehen. Vier plus die Hämmerer Auch vier. Die haben. haben alle vier. Die Zwergen-Units haben alle vier. Okay, das heißt, ich laufe Und die acht. Menschen-Units haben alle fünf, außer die Flagellants, die dürfen eins mehr laufen. Okay. So, und jetzt mein Du kriegst Held. irgendwie so einen Command Point. So. Reicht. Danke. Acht. Auch acht. Das heißt, ja, da ist in Ordnung. Die acht muss ich nicht ausreizen. So, und dann noch mein. Nee. Fast. Ey, aber die könnten treffen. Ja, Ja, die die treffen. können aber nicht, weil da die haben ja Units hier stehen. Ja, ist mir klar, aber ich meine nur, die könnten in der Theorie Also du dann kannst treffen. theoretisch mit dem General. Ah ne, die Shooting Phase ist davor. Ja, die ist davon. Okay, So, das. jedenfalls laufe ich jetzt noch mit meinen Fernkampfzwergen. Fünf dürfen die. Ist gut, dass die da so ganz weit hinten stehen, das gefällt mir. Weil das dauert dann sehr lange, bis die in eine vernünftige Range kommen. So, ja, so lange wird das nicht dauern, hoffentlich. Ja, wenn die hier So. halt rüber wollen nach links, ne? Ja, klar. Dann dauert das schon. Dann laufe ich mit meinen Flagellants. Die dürfen 8 dann Acht. laufen, ja. Nein, du hast viel mehr Kamerazeit als ich, das ist voll unfair. Wieder habe ich mehr Ja, Kamerazeit. weil deine Units jetzt alle laufen und meine waren einfach nur, ja, meine Phase ist vorbei. 8, die laufen die hier rüber. So, jetzt mein General. 7. Nee, 6. 7, du hast recht, sorry. Du hast recht, ich bin dumm. 7 nach Ja, dort. der General, der kann doch hier, der macht das alleine. Den kannst du da links Macht er reinschicken. auch. Da ja, er wird doch der Einzige sein, der da Ist der hingeht. beste Mann. Oh, da war die 6 Und auch schon wieder habe ich knapp. auch gesehen. Die dürfen 9 dann. 4 plus 5 sind 9. Ja. 9 nach. Ist es okay, wenn ich dich hier Ja, platziere? das auf jeden Fall. 7-7 ist okay, auch wenn du umformiert hast. Das ist in Ordnung. Die Horde rennt. Ah, oh, ne, das war was anderes. Ups, ups. So, damit ist mein Movement beendet und ich shoote mit 7, glaube ich. Habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 habe ich noch. 5, 6, 7. Ja. Mit 8, Könnt ihr ich jetzt drüber glaube. argumentieren? Wir haben ja gesagt, dass einer durch den anderen hier durchschießen kann, aber dass der durch zwei. Aber wir haben gesagt, das ist ein Bataillon, ne? Die dürfen einfach schießen. Genau, bei denen haben wir Ja, gesagt, das die ist sind 7. ja geübt im Umgang. Die wissen, wie die um den anderen rumschießen. So, ich glaube, die hatten 4, 5 oder so. 4-3 haben die. Oh, 4, 3. Okay. Habe ich mir die schlechter gemacht, als die sind? Ja, 5. 5 ist schon mal nicht schlecht. 5 auf eine 3. Ja, 3. 3 und meine Kleine ist eine Das ist 6, in ne? Ja, Ordnung. 3 auf eine 6. Ja, Das. die sind jetzt eh, die gehen flöten. Einer. Hahaha, Einer es lebt noch einer. überlebt. Okay. Ja gut, aber den werde ich jetzt zerstören. Ja, und wenn nicht, dann flieht er. Ja, also kommt meine Kampfphase. Ich bewege mich hier um Ja. 3. Das Wichtigste war, dass der den Movement von deinen Fernkämpfern erstmal aufgehalten hat. Obwohl die auch So, ich habe 24 meine. Range haben, also das ist schon. Guck mal, die hätten hier einfach auf den schießen können. Guck mal, wie weit der weg ist und boah, das ist so Ja. frech. Ja. Ich habe meine Dingens vergessen. Welche? Meine
Hebo Face, aber ich wollte die, also, nee, nicht vergessen, ich habe die übersprungen, aber ich wollte auch gar nichts machen. Ja, du hast aber den Command-Pillar hast du trotzdem gekriegt aus der Hero Phase. Ja. Schade, kommt, oder kommt der dran? Ja, der kommt dran. Der andere glaube ich nicht mehr. Sieben. Ja. Und jetzt ist 5 und 4. Ne, 5 und 5, ne? Ja. Die im Nahkampf sind die echt nicht gut. 2. Drei. Da kommt eh nichts durch, da muss ich gar nichts würfeln. Ja, sei nicht so. Nein, beide. Ah, Ich zwei. hätte es nicht sagen dürfen. Aber ich block die jetzt beide. Na gut, dann nicht. Okay, nice. Ja, damit ist mein Zug vorbei. Kommt auf den Kreaturenfriedhof hier. Ja, und damit dürfen wir wieder neu würfeln. Also erstmal spawnen. Ach so, ja. Mach du mal deinen Spawn. Ach so, also spawnen die gar nicht am Anfang des Einzugs, sondern die spawnen immer am Ende des Einzugs oder Nee, eines ist ja Zuges. dasselbe, oder nicht? Nee, weil wenn ich ja beginnen würde, rein theoretisch, dann wäre ja der Spawn noch nicht da, oder? Ja, doch. Warum? Weil die Runde dann ja angefangen hat. Achso, also unabhängig von deiner Runde oder meiner Genau, Runde am quasi eine Anfang volle. Okay. einer Runde. Okay. Ja, gut. Dann will Du ich kannst aber nichts schon mal gesagt würfeln. haben. Was mache ich doch dann? Ah, sorry. Ja. Ich mach nochmal neu. Einfach neu würfeln. Warum passiert mir das immer? Ja, ist auf, Ich momentan hätte. ist das doch egal, weil ich bewege mich eh so gut wie nicht. Ja, aber ich hätte den hier schon mal getötet. Der hat es versucht. Der Quietsch, der läuft jetzt. 2. Das heißt, der darf 8 laufen. Du hast das so betont, als wäre das was ganz Neues. So, der läuft jetzt mal ausnahmsweise. Ja, der läuft, als gäbe es keinen Morgen. Okay, so, ich bin gerade am Überlegen, ob die Wellen langsam mal loschargen, aber ich glaube, eine Runde gebe ich dir noch. Die sammeln sich noch eine Runde. Ja, dann Hero Face. Command Point wollte ich sagen. Wieso Ja. sage ich Hero Face? Ja, weil du den Command Command Point. Point in der Hero Phase kriegst. Ja. Ach so, nee, dann kriege ich ihn auch gar nicht, weil erstmal kommt der. Doch, die Hero Face ist die erste. Richtig. So, dann muss ich nochmal kurz überlegen. Was kann ich hier nochmal machen? Edward Double. You can use a Command Ability after you make a run. Also Ach so, soll ich hier genau, kurz mit dem zusammenfassen? Rollen. Genau, Ja, du kannst ich den weiß schon, Run genau. auf 6 würfeln oder du kannst den Charge rerollen oder du kannst sagen, die muss kein Battle Shock festmachen. Test, nicht fest. Muss ich das in der Hero Phase Nein, nein, festlegen? nein, nein, nein. Das steht immer daran. You can use this command ability after you make a run roll. You can use this command ability after you make a charge roll. Oder you can use this command ability at the start of the Battle Shock Phase. Nur, diese Okay. Fähigkeit musst du in deiner Hero Phase machen. Und die musst du in deiner Combat Phase machen. Also, das heißt, wenn du es machen wollen würdest, diese Fähigkeit hier, dann müsstest du das jetzt machen. Aber das macht diese Runde auch einfach keinen Sinn, die Fähigkeit. Gut, dann laufe ich doch mal mit den Longbeards. Ja. Beards. Bevor du wieder rumholst. Drei. Ich habe auf die Hammerers gepinkt und habe Dingens Ja, lauf gesagt, mit aber. den. Achso, ja, dann lauf mit den Hammerers zuerst, bist du eben ja auch, oder nicht? Ne, du bist eben auch mit den Ja. Longbeards zuerst Ja, gelaufen. komm, egal, ich mache das, was ich gesagt habe. Ja, Ist sonst ja. auch Kacke. Wenn ein Mann was Drei habe ich absagt, muss gewürfelt, er es ne? auch durchziehen. Ja, du hast nur 3 Würfel. Genau. Also sieben. Gar nicht mal so wenig. Sieben wäre hier. Ich will mich eben neu formieren. Nicht so. Genau, so. Denke ich, ist okay. So. Dann renne Jawohl. ich mal mit den Hammerers. Zwei. So, die nächsten Schlachten bahnen sich auf jeden Fall schon mal an. Dann habe ich sechs. Roms, Wow. voll gegen den Stein. Der hat erstmal einen Und Gehörnerschütterung. ja, ist echt so. Mein letzter Zwerg. Krass. Der darf 12 gehen, aber der kommt da gar nicht vorbei. Guck mal, der ist jetzt rot, weil der eine Gehörnerschütterung hat. Ja, der dürfte bis da vorne hin, aber der kommt da gar 12? nicht vorbei. Nein, dürfte er nicht. Der hat doch eine normale. Ich Zehn, wollte gerade Entschuldigung. sagen, der hat doch Movement 10. Speed von. Ja, dann stellt er sich hier hinter. Ich hab den Weg verbaut.
So, dann meine Flagellants. Und ich musste überlegen, wo ich als erstes hingehe. Wie stark waren deine Fernkämpfer nochmal? Der. Naja, ich weiß, ich bin schon drauf. 4, 5, gar nicht mal so stark. Auf eine 12er Range. Das heißt, ich treffe die schon 5 Züge vorher. Ja, ich werde erst dahin marschieren. Also ich verrate jetzt meine Taktik, aber ist ja auch egal. Zuerst mein Hero. 2, also 7. Jetzt meine Flagellants. 5. Also 11. Darf ich die auch neu formieren oder ist das ein zu großer Unterschied von da nach da? Darfst sie formieren, aber nur wenn du die halt auch dann in so quasi formierst, ne? Also nicht, dass du die dann so querstellst, Ja, sondern, ne? okay. Aber ansonsten hätte ich gesagt, ist okay. Wie viel dürfen die denn laufen? 11. 11, ne? Ja. Ups, das weiß ich nicht. So quasi, ja. Okay. Nee, halt mehr zur Seite, also mehr. Wie gesagt, du machst sie jetzt so und du musst die Stange ja Ach so. so. Ja, dann Also so. weiter drehen, weiter Okay. drehen, weiter drehen. Und jetzt runterziehen. What the fuck, die dürfen noch 11 laufen. Ja, Oder ja. runterziehen. Nein. Es geht nicht darum, wo die sind, sondern wie die stehen. Die Formierung muss halt andersrum sein. Das mal eher. Die waren doch so in etwa, waren die formiert. Genau. Ja, dann darf ich doch jetzt. Ach so, Moment. Ah, ich sehe aber einen Fehler. Ja, du hast jetzt halt den linkesten genommen, hast Genau, die einmal genau, genau, gedreht. genau. Ja, genau. Nee, deshalb war das doch schon richtig so, dass ich die so gerade hatte. Ja, aber jetzt stehen sie anders. Ach so, meinst du das? Also du musst sie noch ein bisschen drehen. Ja, komm, dann, ich lass die so, aber tu die Ja, einfach bei okay, 9 das ist hin. auch okay. Warte, dann stelle ich mir die direkt so, wie ich die haben will. So, ja? So Ja, wäre okay. ja, ja. So, dann meine Speerleute. 10 dürfen sie laufen. Die Armee marschiert. Ich mache hier auch nur so ein bisschen unter 9 und dafür drehe ich die. Tu das. So. So, und jetzt meine letzte Einheit. 2 plus 5 sind 7. Die 7, die laufe ich mal hier Da rüber bin ich auch und endlich die gleich wieder laufen dran. mit einer kleinen Formation. So. So, das war Runde 3, die ging jetzt schnell. Du kannst schon mal würfeln, ob du anfängst, und ich spawne das letzte Mal, bevor meine Units chargen. 4. 4. Und bei Unentschieden fange ich an oder du? Du. Ja, so, das wollte ich hören. Ich wollte nur, dass du es nochmal sagst. Ohohoho. Kannst du Ah! mein Unentschieden schaffen? Ja, das Sehr war gut. Instant Karma, dass ich das verkackt habe. Ja. Okay, da Hebo Face überspringe ich. Und ich beginne mit der Shooting Phase. Und meine Crossbow schießen hier auf deine Ratte. Alle treffen. Wenn du die Shooting Phase machst, dann hast du zwei Probleme. Erstens darfst du dich danach nicht mehr bewegen. So, ah, erstmal Und kommt die Movement zweitens Phase. siehst du die Ratte nicht. Ach ja, stimmt. Aber du kannst gerne dein Movement Phase überspringen, wenn du das willst. Würde ich dir Nein, 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 anbieten. nein. Ich habe vergessen, dass die zuerst kommt. Ich fange diesmal hier unten an mit meinem Movement und Ja. zwar mit den Flagellants. Die Ho. Oh, jetzt habe ich einen 5, Ohrwurm. wow. Krass. 5 plus deren 6, die ich sowieso schon haben, 11. Das heißt, die kommen da fast schon rein. Ja, die ballern. Die können ja danach noch versuchen zu chargen. So, ich 11. formiere die nochmal um. Schaffen es aber nicht zu chargen, auch wenn sie Ich nicht so. formiere Ja. die nochmal um. Nee. Das wäre geil. Auf einmal stehen die neben dem quietschenden Ja, ich muss meine gleich Muss ich ausdrehen. laufen? 11, ne? Ja. Wir müssen ein bisschen runter. So, damit die da gleich auch alle schön durch können.
Ach so, dann hätten die, hätten die Sohne ja eh nicht chargen dürfen, weil die ja gerannt sind. Ja, stimmt. So, jetzt läuft mein Guard. Hier, der Ja, ich weiß, was du meinst. General. Du hast im Singular gesprochen, deswegen wusste ich, welche du meinst. Ja. 3 plus 5, 5 8. und 8. Jetzt die Armee. Sie kommen! 5 und 10. Hauptsache, der Quietsch ist von Anfang an losgesprintet und trotzdem bist du dem so auf den Fersen. Was meinst du, was der für eine 16. Schnappatmung kriegt, Junge, wenn er sieht, Ja. was da für eine Armee hinter ihm herläuft? Mit denen gehe ich, damit ich hier nochmal angreifen kann. Oder kann ich Nein! mit den Fernkämpfern auch rennen und angreifen? Nee, Nee, ne? nee. Das können nur deine. Ja, richtig. Weil meine Spezialisten sind. Die 5 sind gehen. ihr Leben lang weggelaufen, deswegen wissen die jetzt, wie man läuft und schießt. So, dann Der jetzt hier ist oben. aber. Ja, doch, lass ich gelten. Was denn? Ob der Linke hier Quietsch sieht. Aber ja, würde ich gelten lassen. Ja. Ich kann ja sonst rufen, ey, duck dich! Und dann duckt er sich und Ja. dann geht der Schuss vorbei. Und dann Jetzt geht sind der meine Schuss vorbei, ja. Helden. Finde Ja, vorbei an meinem Dude. ich okay. Sie kommen! Sie ist hier. Pass auf, ich mache ein bisschen tiefer und dafür drehe ich Ja. die. Die können Jetzt. versuchen, mit einer 12 würden die es schaffen, meine zu chargen. Ja. Jetzt mein Oh. Ki Warden King. Der kommt jetzt gleich an Charge rein, Alter. Oh. Sind 5 und 9. 9. Da flößt mein Clan jetzt erstmal unnormalen Respekt ein. Aber 16. wir sind in der Überzahl, Oh, Brüder. Nur 6. 6. 10. Aber das ist jetzt ein bisschen selbst verbaut. Aber konntest ja auch nicht wissen. Ja, nö, ich kann ja mit Ganze denen jetzt 1 und direkt 10er. eins ziehen, Das ja. geht. Ich erlaube Also, es. ich mache das in Zweier-Bataillons. Ja. 10. Wenn ich jetzt hier so gehe, Ja, das ist dann okay, dann ja, geht. ist so okay jetzt, ne? Ja, mach Sind mal nicht die 9. 9,2, mach mal irgendwie. Ja, mach da. Ja, das ist okay. Warte, nee. So, ja. Ja, Ah, nee. das ist okay. Die 9 will ich haben. So. So, und die tue ich dahinter. Ja, also davor quasi. Ja, also daneben. Hier. Ja. Nice. Oh, die Also, können auch also. versuchen zu chargen. Oh, die können sogar ganz gut chargen. So. Und eine 5. Warte So. mal. Lang habt ihr drauf gewartet, jetzt geht die Action hier los. Ja, wenn du nicht chargest, dann tue ich es. Ich charge auf jeden Fall. Nein, also du versuchst zu chargen. Ja. 7. Na, 8, okay. So, dann geht's jetzt los. Kein Warte 8, mal. kein 8, kein 8, kein 8. Habe ich alles fertig? Oh. Du kannst. Shooting Phase Charge. Ja. Achso, ja. Movement. Ah, Shooting Phase. Haha. Ja, stimmt. Siehst du? Da Ich wollte wolltest dich ein du mich bisschen schon ablenken. Oh, lol, bescheißen. was war das denn? Auf einmal fliegt er hier durch die Gegend. Ich glaube, das war ich aus Versehen. So, 10 Mannekes. Die auf eine Nein, das 4, sind keine 3, 4. 10. 8. 8. Ja, da versucht er mich hier wieder übers Ohr zu hauen. Mit einer 4 treffen die. 5. Der arme Quietsch. 3 treffen die. Das ist voll cruel, was du da machst. Nein. Was ist 4. das? Cool. Cruel. Voll Cool. gemein. Hast du eine Rent? Ne, ne? Auf Nee. den Fernkampf nicht. Okay, der hat einen Save von 6. Und 2 auf Nahkampf haben die, glaube ich, auch keinen Wind, oder? Ne, haben die nicht. Viermal. Der muss 4 Sechsen würfeln. Jo. Wow. Ne, Jokes on you, der hat. Ne, Ja, der hat auch zwei Leben, aber der kriegt trotzdem 3 Damage. Und ist tot. Nein. Der arme Quietsch. Der hätte dir nichts getan. Der wäre ist einfach. schon gemein. Der wäre einfach rausgelaufen aus dem Level. Ja, ist doch voll gemein. Ich will doch Spaß haben. Gut. So, jetzt kommt meine Charge Phase. Und ich beginne hier mit den. Ich glaube, das sind die einzigen Ja, Phase, das die sind die schon einzigen, die kommen. chargen können, So. Zwei Würfel. Eine ja. 8 8 wäre brauchst du. nice. Schade. Schade, sehr LOL! knapp. Du kannst rerollen, wenn du einen Command Point ausgeben willst. Pass auf, das mache ich doch. Shit.
Warum habe ich überhaupt irgendwas gesagt? Weil du die 8 wieder nicht schaffst. Du kannst nochmal rerollen, wenn du willst. Mach ich doch. Warte. Ja, kannst du. Und noch ein Command Point. Komm, jetzt musst du all in. Komm. Oh, der macht's echt. Oh, jawohl. Alter, wie unwahrscheinlich. Ich habe ja richtig scheiße gewürfelt. Ein Warden King könnte noch rein. Aber es lohnt sich nee, nicht. Kann er auch nicht, weil er muss halt hier rumlaufen. Das. Achso. Okay, es war jetzt ein richtiger Noob-Anfänger-Move von mir. Ja, aber ja, natürlich hat dich auch ein bisschen getriggert. Ja, natürlich hat es mich getriggert, aber ich wollte es tatsächlich. Also ich hätte auch, wenn es nicht gesagt hat, jetzt hätte ich das ja gemacht. Das Problem ist, es hätte ja auch gar nicht so viel gebracht, wenn du da jetzt gecharged hättest. Es bringt, glaube ich, mehr, wenn du geschlossen nächste Runde dazu kommst. Beziehungsweise, wenn, obwohl, wenn ich jetzt auf dich zukomme, darf ich zuerst zuschlagen, ne? Also, Naja. naja, gucken wir mal. Okay. War dumm einfach. Also einmal hätte ich es probieren können, aber ja, echt alles alle meine raushauen, ja. Punkte. War ein bisschen greedy. Okay, so, Wobei dann. ich weiß gar nicht, ob ich so krass starke Abilities in der Runde jetzt also in diesen Ja, aber ich dieser sag mal, Mission die jetzt nutzen Command Points kann. haben oder nicht haben, ne? Für Battle Shock Ja, zum Beispiel, ne. wenn ich dir mal irgendwo 5, 6 Leute töte, ist das schon Ja, geil. gut, okay. Naja, okay, du bist dran. Okay, ja, dann. Hero Phase habe ich nicht, Movement Phase. In der Movement Phase würden die Gutter Runner rennen, weil die können ja eh laufen und schießen, auch wenn ich nicht denke, dass sie diese Runde in Range kommen. Gar nicht. 2. Das heißt, sie dürfen 9 laufen. Nee, komm nicht in Range. Guck mal, sind die auch schon fast in Range. Wie viel Range haben die denn überhaupt? 12, ja, 14 never. oder so. 12, Never. okay. Hier, fast. So, dann kommen die Giant Rats. Die haben Movement von 8. So, ich würde die. Ja, ich würde die hier hinstellen und dann würde ich die so drehen. Ist das okay? Okay. So, dass die. Warte, die müssen in die Tür rein. So? So? Ja. Okay. Hier haben wir die Packmaster noch stehen, die zwei. Die haben eine Fähigkeit, die sagen, die kriegen ein auf die Hit-Rolls für Melee-Weapons, wenn, also auf alle Molder-Units, und das sind diese hier zum Beispiel, die haben das als Keyword, die kriegen, wenn die vollkommen innerhalb von 12 Zoll von denen entfernt stehen, kriegen die plus 1 auf Hit. Und ihre Bravery wird verdoppelt. Das heißt, die Sag haben mal, dann also eine wenn Bravery die von 6. wenn die zu 12 Also wenn alle komplett zu 12 drin sind. Das heißt, ja. wenn der hier jetzt hier stehen würde, Ja, dann nicht mehr, das ist dann klar. Ja, würde der gesamte Trupp das nicht mehr kriegen. Das heißt, alle müssen da drin sein. Dann kriegen die plus 1 auf Hit. Und verdoppelte Bravery. Also anstatt 3, 6. Okay. Gut. Plus 1 auf Hit, also 3. Ja, okay, nice. Und dann, das also die würden, können sich 6 bewegen. Da habe ich das jetzt natürlich zugestellt. Wie viel ist 6? Hier irgendwo hin. Ja, die würden rollen, ob zum Laufen. Die wollen diese Runde eh nicht angreifen. 5. Oh. Dann dürften die 11 laufen, aber die stellen sich eh hier einfach nur hier an den Zaun dran. Voll die Spanner. Voyeure. Das Sechste. Go, go, charge! Wenn die dich jetzt anchargen, bis 12 können die bis dahin. Okay, muss ich gleich drauf achten. So, Movement, Movement, Movement. Die Clan Rats oben move auch noch. Die dürfen 6. Achso. Nee. Die kommen. Willst du nicht laufen mit denen? Nee. Warum? Also die laufen bis auf 3 Zoll bei dir ran, ne? Ungefähr so? Ist das das? Ja. Ja. Boah. Wie ein junger Gott hat er das abgeschätzt. Perfekt. Okay. Die unten, ich wollte jetzt nicht drehen, aber die sind auch 3 halt an dem dran, ne? Ja, zählt doch sowieso die Einheit, oder nicht? Ja, aber wenn die jetzt gleich loschargen, dann muss ich die einzeln ziehen, weißt du? So, okay. Gut, dann haben wir das und das und das und alle haben sich bewegt. Dann kommt jetzt die Shooting Phase, wo ich nicht in Range bin. Und dann kommt die Charge Phase. Die Frage ist, ob ich überhaupt mit beiden Units chargen will, weil dann hast du irgendwo den ersten Schlag. Obwohl, den hast du auch, wenn ich nicht charge, weil du dann als nächstes chargen darfst. Okay, ja, dann würde ich erstmal hier mit den Clan Reds oben chargen. Die okay. brauchen ja nur eine 3 und die haben sie auch, lol. Was? Aber das heißt, sie dürfen auch wirklich nur 3 chargen, weißt du? Ja, aber sich 3 ja nochmal dann bewegen. Ah ja, stimmt.
siebter Punkt. Achso, dann hätte ich hier jetzt auch alle komplett. Ich hätte jetzt die jetzt einfach vor die Schnauze setzen können, ne? Weil die sind ja drei. Nee. Kommen ja nicht alle dran. Ja. Nein, aber so meine ich vor die Schnauze so. Ich Ach hatte ja so. gesagt, dass die unteren, warte, Ja, ich wollte die ich nicht weiß. drehen, so, ne? Dann ziehe ich die hier ungefähr ran. Das sind jetzt mehr als drei, aber ach so, weil ich gesagt hatte, die sind als drei dran, aber die sind so. Die haben eh eine Range von zwei, das ist ja ganz entspannt eigentlich. Ah, okay. Die haben dafür die schlechtere Waffe. Okay, und Mit denen dann. hier oben ist um drei gehen noch. Die kommen ja hier nicht ran. Ja. Dann ist ja Mit jetzt dem um muss ich jetzt drei. gleich machen, wenn die Combat Phase da Genau. ist. Genau, aber jetzt kommt erstmal der Charge noch hier Ach unten. so, okay. Die Giant Reds versuchen zu chargen. Gut, dass ich für die anderen zuerst gewürfelt. Oh, fünf. Schaffen die nicht. Schaffen die nicht. Nein. Okay, dann so. Das ist eher schlecht für mich. Das hat mir die Entscheidung ein bisschen abgenommen. Dann mache ich jetzt hier oben Combat Phase. Ich wähle die Clan Reds aus und die chargen jetzt noch drei nach vorne. Eher schlecht für mich, dass sie hier hinten nicht gekommen sind. Weil ich hier jetzt keinen Angriff starten kann, meine dezimierten Armee im Zweifel angreifen muss. Aber naja. Kommt der dran? Der? Ne, 2,1, Alter. Ja, egal, ich gehe davon aus, dass die nicht alle angreifen können, weil die hier so weit oben stehen. Das ist nicht weiter schlimm. Der kann, ne? Ja. Das ist der einzige von. Der hier kann nicht angreifen, ne? 13. Ja, 13 hast du die angreifen Und die können. beiden nicht. 13, 2, 4, 6, 8, 10, 11. 13, ja, du hast recht. Okay. Dann kommen 13 Mann vorbei. Wir kommen mit allem Mann vorbei. Ja, mit 13 Mann, nicht mit alle. 5 auf den. Mal sehen, wie viel. Oh, nicht 5 minus, sondern 5 plus. Ich setze einen Command Point ein. Ey, achso, doch, 13 ist richtig. Wow, das ist. Ganze 4 haben davon getroffen. Oh, krass. Ich habe nur auf die. Ich habe zuallererst nur die 6 und 5 gesehen, hier unten. Da unten die 6 und 5, die waren. Ich dachte, wow, voll viele haben Das getroffen. waren ja auch alles nur 6 und 5. Das haben alle 13 getroffen. Ja. Oh, krass. Immerhin 2. Okay. Die haben Und keinen ich habe. Rand, Haben die sie haben nichts. Range? Nee, Ne. nee. Das sind. Dann habe ich ein Safehead von 3. Warum 3? Weil ich die Schildwaffe. Warte, Achso, sind das also die? ja, weil ja, weil du gerade auf den mit deiner Hand auf den Hammer Run warst, aber klar, ich habe ja nicht die Hammer Run angegriffen. Dann 3, ja. Zwei Stück, Ja, ne? 2 Stück leider. Oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Alter, im Jawohl! Ernst? Gib ihm, gib ihm. Ach, fuck you. Das ist so mies. Das will ich an der Stelle nicht machen, weil dann musst du entweder alle diese hier oder alle diese hier wegnehmen. Ach. Ich hab. Warum stehen die jetzt so komisch? Ich habe vergessen, dass das eine Einheit ist. Ja, die hintere natürlich dann. Ja, aber du schlägst doch jetzt erstmal ordentlich zurück. Ja. So. Dann greift sie erstmal Warden King an. Der ballert. Wie viele Angriffe hat der? Vier, ne? Oder Ja, drei? der prügelt richtig. Der hat 4 Angriffe, die auf 3 und 3 treffen und D3 Schaden machen. Ah, Aua. vier Der ist Angriffe alleine so treffen. mindestens so viel wert wie all diese Clan Reds hier. Der ist wahrscheinlich sogar noch mehr. Um einiges mehr noch. Oh, wow, Oh, nur einer. ich habe nichts gesagt. Aber der sitzt. Und der hat Rend, ne? Das heißt, ich kann den gar nicht verteidigen. Das heißt, du kannst einen D3 würfeln. Ein D3, ja, okay. Oh, das sind drei, die weg sind. Nehmen wir mal 1, 2. Die drei, die nicht mitgemacht haben. Die werden jetzt dafür bestraft und exekutiert. Ja. So, dann sind meine Longbeard dran. Kann ich die? Ja, der kommt hier nicht vorbei, Nee, ne? das nicht, weil der müsste ja außen rum um deinen Warden Ah, laufen. Aber du kannst, also hier kannst du ihn auf jeden Fall noch hinziehen, hier quasi direkt daneben. dann mache ich das doch. Ja, da steht jetzt drauf, ja. So, und rein theoretisch, wenn ich den hier hinstelle, müsste das doch auch. Ja, geht genau. Außer der steht drauf. Ne. Nee, tut aber nicht. Ich hab das alles genau im Blick. Ich weiß. Mit meinen rattenscharfen Sinn. Oh, die standen anscheinend doch aufeinander. Ja, da habe ich gerade auch gemerkt. Aber ist ja nicht so schlimm. Du hast sehr rattenscharfe Sinne. Ja.
Moment, ich muss gucken, ob das überhaupt Ja, aber ich glaube schon. geht. Ja, gerade so. Weiß auch nicht, ob der Wind trifft. Oh. Nee. Kann man den oberen vielleicht da, den, der so quer ist. Den hier. Probieren wir den. Nee. Auch nicht. Alle 1,1. Da, 1,0. Hat er. Der trifft. Hat er. Hat er. Hat er. Sehr geil. So. Bester Mann. Du willst mir also die Tour versauen, ja? Du willst mir die Tour versauen. Alter. Ja, der wird schwierig. Ah, nach unten. Das könnte klappen. Ja. Doch, 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 Der doch. tänzelt immer um dich herum. Das wird klappen. Aber das ist so ätzend, diese Millimeterarbeit. Ja, klappt. Ja, dann So. gib doch auf. Und die anderen Longbeards, die muss ich jetzt einfach nur noch dazu stellen. So, es treffen also alle außer zwei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ne, der hier trifft auch. Den Welche? hast du auch extra so gesetzt. Achso, außer diesen beiden. Ja, okay, du hast recht. Sorry. Ich habe 2, 4, 6, 8. Du hast recht, du hast recht. Mein Fehler. Wollte ich nur noch mal ein bisschen. Wollte dir Hoffnung geben. Wollte nicht triggern. die treffen Drei, auf 3 und drei, vier. 3 und 4. Und ohne Rand, ja. Weil die ist Schilder. Oha. Warte. Konntest du nicht irgendwas mit 1 und rerollen? Ja, aber ich glaube nur den Wundwert. Aber wo war das? Warum konntest du das? Ach, weil du das da Wie? gemacht hast. Dieses Grumble-Gedönse. Die Fähigkeit von denen. Real Wounds of One, ja, okay. Den hast du jetzt einfach, machst einfach jede Runde, bis du was anderes sagst, oder was? Ja, genau. Okay, ja, okay. Das heißt, Ich spiele mal so aus. hier könntest du einsen. Ja, einer trifft. Ja, Das heißt, da einer du keinen trifft. Rant hast, kann ich versuchen, noch eine 6 zu würfeln. Und kaboom! Nicht. Okay, dann immerhin einer. Ist in Ordnung. Ja. I would say. Da bin ich ja eigentlich noch ganz gut davon gekommen. So. Dann kommt jetzt die Battleshock Phase. Du Ja. startest. Die haben 4 verloren und die haben 4 Bravery. Das heißt, alles, was ich würfel, geht flöten. 2. Brauche, glaube ich, gar nicht würfeln, oder? Doch, Longbeards die habe ich. haben. Na doch. Ah, ne, Moment, die. Netflix verliere ich einen. Doch, doch, Ne, mit der ne, ne, 6. ne, ne, du hast deinen Helden, der gibt Bravery plus 1. Und selbst mit einer 6. Ja. Ah ne, das war der Free Guild General, der das gibt, ne? Ich wollte nämlich Ja, sagen, ich dachte, du hast das recht, du hast wäre recht. der Ja, du musst Ding. eine, Entschuldigung, du musst eine 6 würfeln. Oder mit einer flieht. Ja, okay, passiert nichts. Spiel weg. So, dann mache ich schon mal meinen Zug. Ja, korrekt. Meinen Hero Phase mache ich nicht. Ich bekomme einen Punkt, einfach einen Command-Punkt. Ne, Was, das was, war, was, ist ein was, neuer Zug. was? Wir müssen auswürfeln. Du stehst schon bei 4, ich stehe bei 3. Ach so, die Runde habe ich begonnen. Ja, genau. Und du konntest nicht Oh. chargen. Ja. So. Das heißt, Ah erstmal. ja, stimmt. Da, ja, stimmt. Das, ja, klar. Das heißt, du kannst schon mal würfeln. Oh, eine 5. Gar nicht mehr so scheiße. Dann würfle ich einmal. Was ist das? Ich bin dir immer einen Schritt voraus. User left the channel. Okay. Dann. Ja, die Frage ist, ob das so viel bringt. Ja, doch. Mit den Gutterrunnern würde ich jetzt erstmal Fersengeld geben. Ob die So passt? fucking lacker, ne? 3. Also, sie dürfen 10 laufen. Boah, ich hätte dir die Runner das so schön dezimieren können, weil ich da dran gekommen wäre. Die kommen aber auch so nicht dran. Ja, mal kurz zurück. Kann ich die, wenn ich die, wenn ich hier hinlaufe? 10. Kommt ja auch nicht, die kommen genau nicht dran. Das war Nice. frech. Ja, dann laufen die, dann bereiten die sich auf nächste Runde vor und laufen hier hin. Okay, das ist halt der Unterschied an deinen 24 Range und meinen 12. Auf jeden Fall. Ja, dann kommen die Reds. Die können 8 laufen. Die kommen bis zu 3 ran. Und zwar kommen die durch die Tür und stellen sich so hin. Warte, andersrum. So.
Die Packmaster gehen auch mal hier so ran. Können die ja auch, ohne zu würfeln. So, und die da oben sind eh gebindet. Ja, die hier noch. Und Nee, nee, die. die chillen, die chillen. Ach so, Die die, die neu kommen, können nicht direkt, oder? Ich würde die erstmal ein, zwei Runden chillen lassen, bis die wieder zu einem vernünftigen Bataillon sind, bevor die Ah, loschartern. Also okay. ich, weil sonst ist ja auch problematisch für dich, da durchzukommen, wenn jede Runde da Nachschub kommt. Ja, gut. So fair bin ich dann doch. Okay, ja, dann Charge. Nee, Shooting Phase, aber da kommen die ja nicht dran. Nee. Dann Charge. Und eigentlich müssen nur die chargen, die Giant Reds, und die gucken mal. Aus, wenn du mit denen angreifen Ja, willst. gucken wir mal. Je nachdem, wie jetzt die Ratten chargen. Acht. Schuup. Okay. Achso, warte mal. Ich muss ja auch gucken, dass ich nicht innerhalb von 3 Zoll an die rankomme. Ja, das ist okay. Weil die sonst chargen können. So. Weil sie sonst nicht chargen, sondern mit einfach angreifen können. Okay. Ja, das Problem ist aber jetzt. Ah, nee, das ist doch. Ja, doch, das ist ein Problem. Wenn ich dich zuerst angreife, dann. Kriegst du die extra Attacks. So, achso, die Giant Reds haben übrigens die Fähigkeit, wenn sie 10 oder mehr Models sind, dann haben die eine Range von 2. Wenn es 20 oder mehr Models sind, haben die eine Range von 3. Das Was? heißt, das sind mehr als 10, das heißt, sie können auch aus der zweiten Reihe angreifen. Das klingt ein bisschen gemein. Ach, dürfen die chargen, ne? Klingt tatsächlich ein bisschen gemein. Aber wieso ist es wohl? Ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, überhaupt deinen Helden anzugreifen. Ich kann auch eigentlich auch einfach aus zweiter Reihe angreifen. Das Problem ist aber auch. Ja, doch, die sind innerhalb von 12 Range. Okay. Ach, komm schon, ich wollte so. Ja, und die gehen einfach in die zweite Reihe hier. Dann muss ich die nicht alle einzeln ziehen. Jupp. Passt das? Ja, das passt. Okay, so. Und die Packmaster, die chargen nicht, die bleiben da stehen. Und dann ist meine Charge Phase vorbei. So, und dann kommt die Combat Phase. Jetzt muss ich überlegen, wo ich zuerst angreifen will. Ich habe das Gefühl, dass beide meine Einheiten diese Runde sterben. Ich versuche mal hier noch erst. Nee, ich greife hier an, weil meine Giant Reds sonst einfach vollkommen zerbumst werden von deinen mit 2 Angriffen. Ist zwar nicht sonderlich klug, aber. Soll ich dir was sagen? Es wäre komplett egal gewesen, weil ich Dann hätte. da oben zurück angegriffen, ne? Ja. Nee, 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 nee. Ich müsste nicht oben zurück angreifen. Ich hätte auch hier unten erstmal mit meinem Held angreifen können. Und Ja. dann hätte ich sowieso mit den Flagellants angegriffen, nachdem du die Flagellants angegriffen hast. Ja, dann machen wir das auch so. Dann greife ich hier oben mit den Nee, nee, Planets nee, 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 nee. an. Nee, Also, nee, die nee, dürfen nee, noch nee, nee. 3 laufen. Hallo, nein. Ey, ich habe das gesagt, weil du dich endgültig entschieden Na hast. gut, na gut, lass mal durchgehen. So, die können aber auch Dann einfach wäre es an. das sonst. Können auch einfach an deinem Helden vorbei angreifen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Reds geben dir jetzt. 16, die treffen auf einer 4 und dann auf einer 5. Nein, die treffen, warte, die haben ja die Packmaster. Die kriegen 1 auf Hit. Also 3 und 5. Ja, nicht schlecht. Oh Gott, ich sehe ganz viele einzelne Zahlen. 9. Okay, Neun, das war. immerhin. Oh, hab ich gesagt, sah schlecht aus. So, und jetzt auf einer 5. 2. Nun gut. Dann Das sterben die neuen Helden war ja zwei. erfolgreich. Dann greife ich an. Ja, zwar hier oben. Ja. Das andere wäre dumm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, stopp. Nee, warte mal. Will ich zuerst mit meinem Wardenkin gehen und angreifen? Wenn ich das mache und den hier quasi verteile, habe ich die Möglichkeit, mit nachher mit mehr anzugreifen. Es ergibt keinen Sinn, werden nur zwei mehr. 1, Ich 2, wollte gerade 3, sagen, weil dann 4, könnte ich 5, ja 6, vorher nochmal 7, dich 8. angreifen mit mehr. Ja. Ich glaube, deine mehr Attacks 8. töten mehr. Obwohl, weiß ich gar nicht, ob nicht dein Warden King mehr potenziell tötet, weil der trifft sehr wahrscheinlich und macht immer einen D3 Damage, ne? Er trifft genauso wahrscheinlich. Nee, er trifft wahrscheinlich, ja. Mit 3-3. vier Angriffen trifft er Und der wahrscheinlich, hat ja. Rend 1. Das heißt, wenn die treffen, kann ich mich nicht verteidigen.
Also ich will dich da jetzt nichts reintalken, aber also ich glaube Ich gucke ehrlich gesagt, gerade. dass es besser wäre mit dem anzugreifen. Dann greife ich zuerst mal Warden King Der an. hat ein Save von 3 plus, Alter, what? Dann gehe ich aber mit dem auch noch. So. So, bin mal gespannt, wie viele der mir jetzt da umzirbelt. Vier Attacks auf 3-3. Ja, meine Attacks gerade mit dem waren aber echt schlecht. Ja, gut, aber das heißt nicht, dass es immer schlecht sein muss, ne? Naja, nee, klar. Lol. Jo. Ja. Einer. Hatte der Aha. nicht diese Fähigkeit mit der 6? Ne, das hatte der andere. Und deine Hammerers hatten das. Mhm. Dann ein Okay, D3, also ein ja. D3. Sind trotzdem drei, die sterben. Immerhin. 1, 2. Achso, ich wollte gerade sagen, ich habe gar nicht auf Safe gewürfelt, aber durfte ich ja eh nicht, weil deiner Rant hat. Okay, ja gut, das war natürlich wieder echt bitter geworfen, ne? Das kann man so sagen. Dann Dreh die greif. mal, damit wir uns hier nicht vertun irgendwie Ach mit so, den ja, die stehen Waffen. da unten. Ich weiß, dass die das sind. Aber ich kann die auch einfach drehen, wenn du willst. Wenn du da Wert drauf legst für dich. Aber dann liegen die Ja, halt ist immer. besser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kann der angreifen? Ja, kann er. 7. 7 mal auf die 5, ne? Wo sind sie? Da. 7 mal auf die 5 und dann auf die 4. Hui, 1, 1. Zwei Treffer. Hui, okay. Okay, dann greife ich mit. Nee, vielleicht jetzt doch ja mit mehr. Jetzt kannst du einfach dreimal angreifen. Ich verabschiede mich schon mal von meinen Units. Wieso dreimal? Ja, mit den Hammerern, mit den Longbeards und unten mit den Flagellants noch und mit deinem Mit Helden den unten noch. Hämmerern komme ich nicht dran. Dann trotzdem dreimal. Longbeard, Warum? Flagellants, Frigil General. Ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Hier kommen jetzt alle dran. Tatsächlich. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wieso habe ich 10? Hatte ich 2, vorhin auch schon 10? 4, 6, 8, 10. Ja, du hast mit Ah ja, 2 klar, nicht mit 8 habe angegriffen. ich noch. Ja. Ja, genau. So, 10. Ah, war das 3, 3? 3, 4 war das, ne? Oder 4, 3? Warte, ich gucke. 3, 4, ja. Lol. Wow. 5. Das ist genau statistisch richtig. Nee. Doch. Du hattest eine 50-50-Chance. Ah, ne, 50-50 ist bei 4 plus. Sorry, ja, ne, dann war es etwas schlechter. Unterdurchschnittlich. Aber Einen darf das. ich wiederholen. Ja, einer ist, sitzt schon. Und noch einer sitzt. Die haben aber keinen Rand, ne? Nee, haben Kein wir Rand, das nicht. heißt zweimal auf die 6. Kommt schon, ihr packt das. Nö. Dann zwei weitere weg. Wenn wir den hier immer aus der Bukake-Runde raus. Okay. So. Ja, dann greife ich hier unten an mit meinem General zuerst. Ja, tu das. Nee. Nee. Erstmal mit den Flagellants, weil die hier noch drankommen. Die haben Wenn du alle mir die nachher wegnimmst. drei Attacks. Ja. Ist schon richtig. So, das heißt, mit dem muss ich gehen. Die haben auch keinen Safe, die Ratten, glaube ich. Die haben keinen Safe. Die werden jetzt einfach richtig weggeklatscht. Gar nicht, haben die, Ja, die haben keinen Safe, die können nicht würfeln. also wie meine Flagellants, ja. Ja. Das ist auch wieder Krüppelfight da unten. Nur deine haben etwas mehr Bravery als meine. Haben meine Flagellants eigentlich einen Range von 2 oder von Von 1? 1. Ja, 2 wäre auch krass, ne? Ja. Ich finde es geil, wie deine Free Guild, hier deine Guards einfach bis jetzt das ganze Gefecht über einfach nur gelaufen sind. Die Ja, ist echt so. haben noch nichts gemacht. Okay, pass auf. Wenn die so nah dran stehen wie der hier in der Mitte, dann treffen die. Ja, Ist es mach, okay, mach. Ja, wenn ich ist die okay. jetzt nicht Ja, verschiebe? ist okay. Okay. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 mit 2 Angriffen, Ne, mit 36. drei Angriffen. Nee, 2. Also, die haben von Haus aus 2, ne? Ja. Stimmt. Ja, also 3. 18, 36,36. 4 und. Also 30 ist das Oh, man kann Höchste. nur 30. Man muss das hier machen. Warte, wie viel waren es immer? 18? Ja, Also 18 mache ich da das. rein. Ups.
Wait a bit. Das sind 18. Hallo. So. Jetzt nochmal. Das sind 18. Und dann nochmal. Das sind 18. Okay. Okay. Kannst du, ja, hättest du einfach hier oben auf Select All Dice drücken können und dann einfach ein paar Mal R drücken jetzt. Muss ich die anheben? Nein, einfach R drücken. Müssen wir jetzt selber CA-Attacke an? Ja. Aber das sind ab 5 treffen die. Das heißt, 20 haben getroffen. Ja. Warte mal, ist 54 denn korrekt? 18, 96, ja, okay. Ja. Ja. Dann 20. Okay. Und jetzt kannst du wieder links würfeln. Ich kann die, ich clear die hier alle. Ja, alles klar. Und die Verwunden? Auf einer 4. 20 auf eine 4. Boah, sieht doch nicht so schlecht aus, glaube ich. 10. 10. Ja, dann sortiere ich mal 10 raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ist clever von dir. 7, 8, 9. 10. Ja, das ja die selber. Gehen aber an jetzt eh flöten, die anderen. Ja, wahrscheinlich. Ja, damit kann ich, glaube ich, nichts mehr machen. Ja. Kommt auch nicht dran, ne. Ja, dann Battleshock für die Giant Rats. Die haben zwar nur eine Bravery von 3, die wird aber verdoppelt durch den Packmaster, also 6. Und es sind 6 draufgegangen, ne, es sind 8 draufgegangen, ne? Es sind 10 draufgegangen, das heißt, 10. Das, was ich würfel, plus 4. Und tschüss. Oh. Das sind wieder 8 weitere und weg damit. Okay. Einfach so ein ganzes Bataillon einfach futsch. Ja, sehr nice. Okay, dann jetzt hier oben deine. Da auch wieder Battleshock. Das sind 5 gestorben. Das heißt, das, was ich würfel, plus 1 geht flöten. 5. Wow, 5. Ja, das sind auch alle, oder? Nee, 1. Doch, sind genau alle. Frech. Sehr nice. So, dann würfel ich hier auf meine Flagellants. Die haben, glaube ich, aber eine sehr gute. Ja, die haben von 8. Na, brauche ich gar nicht würfeln, ich habe nur 2 verloren. Ja. Okay. Dann räumen die mal weg. Das war keine gute Runde für mich? Nee, war auf keinen Fall. Ach, du hast sie einfach gelöscht? Okay, dann hole ich mir 2. So, ach ja, stimmt. Ja, das ist gut. Ich hab's schon gesammelt. Okay. So, dann. Ist das die, war das Ende der Runde, richtig? Nee, das war meine Runde. Nee.